So. Den Weg in die Höhlen haben wir gefunden. Gucken wir mal kurz. Stone. Limestone. Ist Geiss zufällig hier irgendwo mit dabei? Limestone. Nee, das sieht aus, als ob das irgendein anderes Stone wäre. Hä? Granit, Diorit, Quarz, Gneis. Ja, toll. Das ist ein ganz normaler Stein. Was ist mit dem anderen Gestein, was wir hier unten haben? Das ist Diorit. Stone? Aber ich glaube, das haben wir auch da drüben irgendwo, gell? Ja, Diorit. Okay, wir haben zwei Steine, mit denen wir nichts anfangen können, außer sie eben zu verwursteln. Hm. Gut, das heißt, wir werden jetzt dann demnächst anfangen mit Minenstrukturen. Und zwar mal überlegen, will ich hier noch einen Raum haben? Für was fehlt uns denn noch? Fehlen uns denn noch Räume? Wir haben ganz oben unsere Farmen. Wir haben unsere Küche und unsere Destille und alles. Essensraum und Unterkünfte. Hauptlager und Baracken. Hier haben wir die Stein- und Holzverarbeitung. Hier haben wir die Stoff- und Lederverarbeitung. Hier haben wir die Knochen- und Metallverarbeitung und unsere Friedhöfe. Wie sieht es hier eigentlich jetzt mittlerweile aus? Oh. Sehr schön, wir können auch hier auf jeden Fall Pond Turtle sammeln. Und hier ist alles mit Matt bedeckt. Und da wachsen jetzt auch Sachen. Nein. Okay, aber wir können schon mal hier Pond Turtle. Uns besorgen. Also haben wir schon mal etwas mehr Nahrung. Gut. Hier draußen liegt auch nichts mehr rum. Das heißt, wir sind jetzt... Was ist hier eigentlich los? Sind die... Warum wurden die Sachen suspended? So, baut das mal bitte fertig auf. Bevor da Zeug wächst, sich da gar nicht gewachsen haben will. Und ich muss gucken, wie ich Matt wieder wegkriege. Also ja, jetzt dampft hier schon mal alles. Weil ich den Raum aus Versehen ein bisschen geflutet habe. Aber ich glaube, das Matt geht von selber wieder weg, wenn hier alles trocken ist. Hä? Liegt da Blut? Robot Crypt Flickerboot. Gucken wir mal kurz in den Reports. Okay, die hier sind alle nur beim Sparring. Und der Drache ist das letzte, was gekämpft hat. Gut. Okay, jetzt ist auch hier alles fertig, aber wir haben einen Haufen Puppies. Oh ja, wir kriegen immer mehr Puppies. Ich gehe mal kurz in die Zone. Pasture. Und tu die ganzen Stray Dogs in die richtige Zone stecken. Also die Stray Puppies besser gesagt. So. Ups, die habe ich jetzt weggenommen. Das war falsch. Ah ja, du bist schon in der Zone. Also das muss man sich merken. Wenn da drüben das Symbol neben dem Zonenzeichen, also hier, dunkel ist, dann ist das Tier in einer Zone, aber nicht in dieser. Bei hell ist es in dieser Zone. Gut. So wie die Hühner hier überall. Was sagen eigentlich unsere Kitchen Stocks?
Die sagen, wir haben jede Menge Hundefleisch und andere Sachen. Und Samen sehen auch sehr gut aus. Caveweed Seed und Sweetpot Seed, yup. Quarry Bush Leaves, viel zu viele. Aber nebenbei, wir sollten wieder kochen. Ich habe ja die Küchen zwischendurch abgerissen. Und ruhig mal Lavish Meals herstellen, jetzt, wo wir so viel Zeug hier haben. So, Lavish Meals. Okay, wieder nach unserem Wasser gucken mal. Ah, sieht gut aus. Was liegt hier rum? Tower Cap Buckler. Okay, ich muss gucken, wie ich den Matt loswerde. Und wie ich dann und wie auch dann langsam das Wasser von dann geht. Nachdem ich den Raum hier aus Versehen geflutet habe. Das ging schneller als gedacht übrigens. Oh, was ist hier im Gestein? Blue Garnet Cluster. Oh, Edelsteinchen. Und das hier oben ist einfach bloß im Muster drin, ja. Also bis jetzt noch nichts Besonderes, außer ein bisschen Blue Garnet. Also blaue Garnet war, glaube ich, Smaragde. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also blaue Smaragde klingt auch ein bisschen komisch. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt wieder Designation. Up and Down Stairway mit I. So. Und so. Designation. Machen wir hier wieder noch einen Raum draus. So. Gehen wir kurz in den Manager. So. Q. Wheelbarrow. Make Wood Wheelbarrow. 6 Stück bitte. So. Ihr habt ja jeweils 3, oder? Ja. Habe ich auch so wirklich so viele Wheelbarrows? Die müssten unter Tools fallen, oder? Tools sind auf der zweiten Seite, genau hier. Ja, ich habe 6 Stück. Und jede Menge Pots. Was sagt eigentlich meine Küche über Eier? Ah, die trudelt auch regelmäßig ein. Sag bloß, beide Distillen sind noch irgendwie am Schaffen. Nein. Zurzeit nicht. Zurzeit sieht hier alles ganz gut aus. Warum ist da Miasma? Jetzt kann ich es euch mal zeigen. Hier ist Miasma. Eine verrottete Lunge. Docklang und noch eine Docklang. Okay, wir haben manchmal teilweise ziemlich schmuddelige Zwerge und hier liegt auch verdorrtes Zeug rum. Stew. Ihr solltet das Zeug hier rausschmeißen, Leute. Auch wenn es Meisterwerke sind. Naja, was sie in ihren Zimmern treiben, dafür kann ich leider nichts. Ich kann nur aufpassen, dass hier alles glatt läuft. Ich würde ja am liebsten jetzt denen einen Clean Floor Auftrag geben, aber leider kann ich keine
Set Traffic, Remove Construction. Kann ich leider auch nicht sagen. Remove das hier. Nein. Remove Designation. Nope. Toggle Engravings. Engrave Stones, Move Stone, Gather Plants. Nö. Hey, und wir haben hier einen Fisch drin. Cavefish. Jawohl. Small Dusting of Mud. Mud, Mud, Mud. Pile of Mud. Dusting of Mud. Naja, wenn es sein muss, müssen wir halt hier sozusagen in der Mitte einen Brunnen errichten. Eigentlich gar keine schlechte Idee, können wir mal machen, und zwar Building C Floor. Können wir das so weit bauen aus ruhig aus Gabbro-Blöcken und dann noch einen Floor hier daneben setzen. So, brauche ich auch aus Gabbro-Blöcken. So, hier noch einen Flur aus Gabbro. Und noch ein Flur aus Gabbro. So. Ich hoffe mal, das hält auch dann. Und dann hier noch so ein Vierer, so ein 3x3 Feld. So, warten wir einfach mal ab, dass meine Masons das hier bauen. Mal gucken, was sie gerade so machen. Construct Building. Okay, ich glaube, sie machen sich schon an die Arbeit. Jupp. Hoffen wir mal, dass der Floor auch hält, was er verspricht. Ja, sehr schön. Lassen wir sie einfach mal machen. Gucken wir mal in den Jobmanager. Es werden noch Klopfsachen hergestellt. Okay. Hier unten wird schön ausgemeinert. Und dann werden wir uns mal hier in alle Richtungen ein bisschen ausbreiten. Und mal gucken, ob wir irgendwelche Adern finden. Irgendwelche Erze. Wenn wir hier nichts finden, dann gehen wir eine Ebene tiefer und so weiter. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal auf irgendwelche verwertbaren Erze treffen, dass wir nicht mehr so abhängig von der Außenwelt sind. Und ich glaube, da geht der Matsch schon weg, oder? Nee, da ist nur ein Dusting of Silt. Okay. Aber hey, es macht sich, hat sich schon mal ein Cavefish hier drin, hier rein verirrt. Das hier wird eine schöne Wasserquelle. Zwergenwürdig, wenn sie erst einmal fertig ist. Ich hätte daran von vornherein denken sollen. Dann können sie sich aus der Mitte das Wasser holen. Aus dem Brunnen. Und rundherum können sie dann fischen. Weil hier ist kein Matt. Hier ist überall Matt. Das ist dann nicht so gut. Hier unten ist zwar Matt, aber hier ist eine ganze Wasserschicht dazwischen. Und aus der schöpfen sie sich das Wasser eben. So, wir müssen auch irgendwann mal ein Krankenhaus denken. Und da ist immer noch Miasma in dem Zimmer. Ja, ja, meine Soldaten. Was macht die neue Mine?
Die wird langsam.